Als ich am nächsten Tag auf den Parkplatz fahre, ist Dame nicht da. Während ich aussteige, mir meinen Rucksack über die Schulter hänge und mich auf den Weg zum Unterricht mache, halte ich mir im Geiste einen aufmunternden Vortrag und mache mich auf das Schlimmste gefasst. Doch sobald ich das Klassenzimmer erreiche, kann ich mich nicht von der Stelle rühren. Stumm starre ich die grün gestrichene Tür an, unfähig, sie zu öffnen. Da sich meine hellseherischen Fähigkeiten in Luft auflösen, sobald es um Damon geht, ist das Einzige, was ich sehen kann, der Albtraum, den ich mir im Kopf zurechtbastle. Der, in dem Damon auf Stacias Tischkante hockt, lacht und flirtet und überall an ihr Rosenknospen hervorholt, während ich vorbeischleiche, auf meinen Platz zustrebe und das warme, süße Schmeicheln seines Blicks glatt über mich hinweghuscht und er mir den Rücken zudreht, damit er sich auf sie konzentrieren kann. Und ich kann das einfach nicht. Ich kann es allen Ernstes nicht ertragen. Denn obwohl Stace sehr grausam, gemein, grässlich und sadistisch ist sie zufällig auf durchaus geradlinige Weise grausam, gemein, grässlich und sadistisch. Sie birgt keine Geheimnisse, verhüllt keine Mysterien. Ihre Unfreundlichkeit ist eindeutig, unverbrämt zur Schau gestellt. Während ich das genaue Gegenteil bin. Paranoid. Verschlossen. Versteckt hinter einer Sonnenbrille und einem Kapuzen-Sweatshirt und mit einer so schweren Bürde geschlagen, dass nichts an mir einfach ist. Wieder strecke ich die Hand nach dem Türknauf aus und rufe mich innerlich zur Ordnung. Das ist doch lächerlich. Was willst du denn machen? Die Schule schmeißen? Du musst dich noch anderthalb Jahre damit rumschlagen. Also reiß dich zusammen und geh da rein. Doch meine Hände beginnen zu zittern und wollen mir nicht gehorchen. Und gerade als ich die Flucht ergreifen will, kommt ein Schüler von hinten, räuspert sich und fragt, machst du die Tür jetzt auf oder nicht? Und beendet die Frage im Kopf mit, du durchgeknallter Freak. Also hole ich die Flucht, öffne die Tür und schlüpfe geduckt hinein und fühle mich mieser, als ich es mir jemals hätte vorstellen können, als ich sehe, dass Damon gar nicht da ist. Sobald ich den Lunchbereich betrete, halte ich Ausschau nach Damon. Aber da ich ihn nirgends entdecke, gehe ich zu meinem üblichen Platz, wo ich zur gleichen Zeit ankomme wie Heaven. Sechster Tag und kein Wort von Evangeline, verkündet sie, lässt die Schachtel mit ihrem Törtchen vor sich auf den Tisch fallen und setzt sich mir gegenüber. Hast du denn bei den anonymen Gruppen rumgefragt? Miles rutscht neben mir auf die Bank und dreht die Verschlusskappe seines Vitaminwassers auf. Heaven verdreht die Augen. Die sind doch anonym, Miles. Miles rollt seinerseits die Augen. Ich habe ihre Betreuerin gemeint. Die nennt man Sponsoren. Und ja, die ist überhaupt keine Hilfe. Hat nichts von ihr gehört. Allerdings findet Drina, dass ich übertreibe. Sie sagt, ich mache viel zu viel Tamtam deswegen. Ist die immer noch hier? Miles sieht sie unverwandt an. Mein Blick huscht zwischen den beiden hin und her. Die Schärfe in ihren Stimmen hat mich aufmerken lassen und ich warte auf mehr. Da fast alles, was mit Damon und Drina zu tun hat, hellseherisch tabu ist, bin ich ebenso neugierig auf die Antwort wie Miles. Ja, Miles, sie wohnt jetzt hier. Wieso? Ist das ein Problem? Ihre Augen werden schmal. Miles zuckt mit den Schultern und trinkt einen Schluck. Nein, das ist kein Problem. Allerdings sagen seine Gedanken etwas anderes und seine gelbe Aura wird dunkel und undurchsichtig, während er sich mit der Entscheidung abmüht, ob er sagen soll, was er will oder ob er ganz den Mund halten soll. Es ist nur... fängt er an. Nur was? Mit zusammengekniffenen Augen und schmalen Lippen sieht sie ihn an. Na ja. Ich starre ihn an und denke... Los, Miles, sag es. Drina ist arrogant und ätzend. Schlechter Einfluss. Ärger in seiner reinsten Form. Du bist nicht der Einzige, der das sieht. Ich sehe es auch. Also sag es schon. Sie ist das Letzte. Er zögert. Die Worte nehmen auf seine Zunge Gestalt an, während ich den Atem einsauge und darauf warte, dass sie losgelassen werden. Dann atmet er geräuschvoll aus, schüttelt den Kopf und brummt. Ach, nichts. Ich werfe Heaven einen raschen Blick zu,
sehe ihr wütendes Gesicht, wie ihre Aura aufflammt und an den Rändern überall Funken wirft und lodert und einen Ausbruch größeren Ausmaßen ankündigt. Und zwar in 3, 2, 1. Entschuldige, Miles, aber das kaufe ich dir nicht ab. Wenn du also was zu sagen hast, dann tu's gefälligst. Wütend funkelt sie ihn an und ihr Törtchen ist vergessen, während sie mit den Fingern auf den Fieberglastisch trommelt. Und als keine Antwort folgt, macht sie weiter. Wie du willst, Miles. Du auch, Eva. Nur weil du nichts sagst, heißt das noch lange nicht, dass du weniger schuldig bist. Miles schaut mich an, die Augen weit aufgerissen, die Brauen hochgezogen, und ich weiß, dass ich etwas sagen, etwas tun, eine Show abziehen und fragen sollte, welchen Vergehens ich mich genau schuldig gemacht hätte. Aber die Wahrheit ist, ich weiß es bereits. Ich bin das Vergehens schuldig, Drina nicht leiden zu können, ihr nicht zu trauen, etwas Verdächtiges, sogar Unheilvolles zu erahnen und nicht annähernd genug zu unternehmen, um mir diesen Argwohn nicht anmerken zu lassen. Heaven schüttelt den Kopf. Sie ist so wütend, dass sie die Worte förmlich hervorspeit. Ihr kennt sie überhaupt nicht und ihr habt kein Recht, über sie zu urteilen. Nur zu eurer Information, ich mag Drina zufällig gern und in der kurzen Zeit, die ich sie kenne, war sie mir eine bessere Freundin als ihr beide. Das ist nicht wahr, brüllt Miles mit blitzenden Augen. Das ist sowas von totaler Blöd, sorry Miles, aber es ist wohl wahr. Ihr beide ertragt mich, ihr macht mit, aber ihr versteht mich nicht wirklich, so wie sie es tut. Drina und ich mögen dieselben Dinge. Wir haben dieselben Interessen. Sie will nicht heimlich, dass ich mich ändere, so wie ihr. Sie mag mich so, wie ich bin. Ach, und deshalb hast du dein Aussehen komplett verändert? Weil sie dich so mag, wie du wirklich bist? Heaven schließt die Augen und atmet langsam durch. Dann sieht sie Miles an und steht auf. Während sie ihre Sachen zusammensucht, sagt sie, »Lass mich in Ruhe, Miles.« Lasst mich beide in Ruhe. Und jetzt, Ladies and Gentlemen, folgt der große, dramatische Abgang. Miles hat eine finstere Miene aufgesetzt. Ich meine, soll das ein Witz sein? Ich habe doch nur gefragt, ob sie noch hier ist. Das ist alles. Und du machst eine Riesensache daraus. Herrgott nochmal, jetzt setz dich hin, krieg dich wieder ein und entspann dich, ja? Sie schüttelt den Kopf und umklammert die Tischkante. Das kleine, kunstvolle Tattoo an ihrem Handgelenk ist inzwischen fertig, wenn auch noch rot und entzündet. »Wie nennt man das da?«, frage ich und betrachte das Bild der Schlange, die ihren eigenen Schwanz verschlingt. Ich weiß, dass es einen Namen dafür gibt, dass es irgendeine mythische Figur ist, aber ich habe vergessen, welche. »Ouroboros!« Und als sie mit den Finger über das Tattoo reibt, könnte ich schwören, dass die Zunge der Schlange zuckt und sich bewegt. Was bedeutet es? Das ist ein altes alchemistisches Symbol für das ewige Leben, für Schöpfung, die aus der Zerstörung entsteht. Leben, das aus dem Tod hervorgeht, sowas in der Art, sagt Miles. Heaven und ich sehen ihn an, doch er zuckt lediglich die Achseln. Was ist denn? Ich lese eben eine Menge. Dann schaue ich Heaven an und bemerke, sieht aus, als hätte sich das entzündet. Vielleicht solltest du mal jemanden draufschauen lassen. Sobald die Worte heraus sind, weiß ich, dass es das Falsche war. Und ich sehe zu, wie sie mit einem Ruck ihren Ärmel herunterzieht, während ihre Aura lodert und Funken schlägt. Mein Tattoo ist völlig in Ordnung. Mit mir ist auch alles in Ordnung. Und entschuldigt, dass ich das sage, aber ich kann nicht umhin zu bemerken, dass keiner von euch beiden sich übermäßig wegen Damon aufregt, der übrigens überhaupt nicht mehr zur Schule kommt. Ich meine, was geht denn da ab? Miles schaut auf sein Handy und ich zucke nur mit den Schultern. Es ist ja nicht so, als hätte sie nicht recht. Heaven schnappt sich ihre Kuchenschachtel und stürmt davon. Kannst du mir sagen, was hier gerade los war? Fragt Miles und sieht zu, wie sie sich Alex im Slalom durch das Labyrinth aus Tischen windet. Doch ich zucke nur die Achseln. Ich kann das Bild von der Schlange auf ihrem Handgelenk nicht loswerden.
wie sie den Kopf gedreht und mich mit ihren starren Augen direkt angesehen hat. Sobald ich in unsere Auffahrt einbiege, sehe ich Damon lächelnd an seinem Auto lehnen. »Wie war's in der Schule?« erkundigt er sich und kommt zu mir, um mir die Wagentür zu öffnen. Achselzuckend greife ich nach meinen Büchern. »Ah, du bist immer noch sauer?« meint er und folgt mir zur Haustür. Und obwohl er mich nicht berührt, kann ich die Wärme fühlen, die von ihm ausstrahlt. »Ich bin nicht sauer«, murmle ich, öffne die Tür und schmeiße meinen Rucksack auf den Boden. »Na, da bin ich aber erleichtert. Ich habe nämlich eine Reservierung für 2 Personen, und wenn du nicht sauer bist, dann gehe ich davon aus, dass du mitkommst.« Ich sehe ihn an, meine Augen streifen über seine schwarzen Jeans, die Stiefel und den weichen schwarzen Pullover, der nur aus Kaschmir sein kann. Und ich frage mich, was er wohl nun schon wieder vorhat. Er nimmt mir die Sonnenbrille und den Kopfhörer ab und legt alles auf den Tisch in der Eingangshalle. »Glaub mir, all diese Abwehrmaßnahmen brauchst du wirklich nicht«, sagt er, schlägt meine Kapuze zurück, hakt sich bei mir ein und führt mich zur Haustür hinaus, zu seinem Wagen. »Wo fahren wir hin?«, frage ich, während ich auf dem Beifahrersitz Platz nehme. Fügsam, willenlos, stets so eifrig bereit, allem zuzustimmen, was er sagt. »Ich meine, was ist mit meinen Hausaufgaben? Ich habe jede Menge nachzuholen.« Doch er schüttelt nur den Kopf und steigt neben mir ein. »Ganz ruhig, das kannst du später machen, ich versprech's.« »Wie viel später?« Unverwandt sehe ich ihn an und frage mich, ob ich wohl je genug von seiner verblüffenden, düsteren Schönheit bekommen werde. Von der Wärme seines Blicks und seiner Fähigkeit, mich zu so ziemlich allem zu überreden. Er lächelt und lässt den Motor an, ohne auch nur den Zündschlüssel zu drehen. »Vor Mitternacht, versprochen. Und jetzt schnall dich an, wir machen eine kleine Spritztour.«